zeitlich hier gerade ein bisschen verdribbelt irgendwie. 14:47 oder drei knappe kleine. Kleine Schnelle. Guten Ereignisse gehen weiter, ne? Das ist schon mal gut, gut klein, ne? Anton hat einfach jemand im Busterminal das Ladekabel geklaut, weil er gerade seine Powerbank geladen hatte. Wir dachten schon, das ist weg und er kann morgen nicht arbeiten oder muss jetzt noch ein neues kaufen. Steigen wir aus dem Bus aus, gibt uns so eine Frau das Ladekabel und die Powerbank wieder und meinte, ja, von wegen, sie hätte irgendwen gesehen und hätte den gestoppt und ihm das abgenommen. Dann dachte ich mir so, wenn du aber wusstest, wem es gehört, warum hast du es nicht im Terminal schon angegeben? So? Und was für ein Glück, dass sie im gleichen Bus war. Und wahrscheinlich hat die einfach dann gemerkt, so, boah, das ist ein europäischer Stecker, kann ich eh nichts mit anfangen. Und dann hat sie es halt Anton zurückgegeben, wo ich mir so dachte, hä? Safe. Als ob die so bis zum Ende gewartet hat und dann so, ach ja, ich wollte mir das ja noch geben. Safe. Naja, jetzt hat das wieder. Super. Was ist denn das für ein Kombi? Ja, wieso? So, der wollte uns gerade abziehen. Der Taxifahrer hat mal wieder einen super Preis rausgehandelt. Einfach mal machen. Digga, einfach DJ. Was ist denn bitte? Das ist das Zimmer. Der Zweitwinkel, aber sehr nice. Kann man hier aber eigentlich an seinem zweiten Tag mit dem Bus schon rasiert werden. Ich hatte meinen Beutel auf dem Boden im Bus. Und irgendwer hat da schön Wasser ausgekippt. Also das nenne ich mal eine angenehme Ladesituation. In diesem Sinne, gute Nacht. Moin, ich gehe jetzt zum Frühstück. Das ist übrigens das Hostel. Das ist übelst riesig. Ja, eigentlich echt schön. Das ist die Chill Area. Wir haben jetzt kurz geguckt, was so Dinger kosten, Fahrräder und Scooter. 200 für, oder 150 für ein Fahrrad für den Tag und 600 für einen Scooter, Digga. Es ist Betrug. Es ist gerade 3 Uhr nachts, ich gehe gerade zum Krankenhaus, weil mein Ohr gefühlt explodiert, Alter. Das ist, glaube ich, extrem entzündet. Ich habe mir vor einer Stunde eine Ibu reingehauen. Und das pochert immer noch einfach unglaublich. Ich habe mir auch gestern so Ohrentropfen geholt. Ah, Digga, ich bin um 2 aufgewacht, das hat mich komplett weggeschallert. Naja, jetzt gehe ich da hin, dauert 20 Minuten. Könnt auch ein Taxi nehmen, aber ich habe kein Geld. Eigentlich wäre es schlau, ein Taxi zu nehmen, aber ich gehe jetzt zu Fuß. Und weißt du, was das Erste ist, was mir gleich passiert ist? Ein Hund hat mich angegriffen. Muss ich erstmal mich groß machen und den verjagen. Also der war wirklich richtig aggressiv. Hätte einen auf die Schnauze bekommen. Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. So, das eine Ohr ist dick entzündet, das andere ein bisschen. Jetzt kann ich mir schön 5 Tage lang Medikamente ballern. Und wenn ich Donnerstag, also in 2 Tagen, ja, wenn es dann noch nicht besser ist, dann kann ich nicht fliegen, weil ich sonst Schäden im Ohr kriege. Die Beratung hat leider $70 gekostet. Mal gucken, ob ich das bei meiner Auslandskrankenversicherung wieder kriege. Jetzt noch die Medikamente. Aua. Ajo, check mal den Jigo ab. Ganz sicher kein Wheelie, oder? So, wir fahren jetzt zum Strand. Es ist 15.20 Uhr. Haben jetzt schön für 150 Peso, 8 Euro oder so. Ah, was ist das für eine Straße? Habe ich schon Fahrräder gebucht, fahren zu den Ruinen, Maya-Tempel-Ruinen und dann Strand und dann. Aber ich kann leider nicht schwimmen gehen, weil sonst mein Ohr explodiert. So, vorletzter Tag in Tulum. Wir fahren jetzt zu den Maya-Ruinen und gehen dann da an den Strand, da soll der schönste Strand sein. Der Eintritt in den Nationalpark kostet irgendwie 58 Peso, 60, irgendwie so. Und der Eintritt zu den Maya-Ruinen kostet so 90, also 150 Peso braucht ihr.
Also, es ist einfach geisteskrank warm, die Sonne ballert. Ich öl mir richtig einen ab. Das Geile ist, dass die halt genau am Meer liegen und das Wasser einfach so türkis ist. Das ist richtig schön. Ich setz mich so hier hin und hab die einfach gar nicht gesehen, Digga. Junge, aber überall. Was ist das denn? Digga, jetzt fangen die da an Rasen zu mähen, Junge. Das Ding macht hier um 3:30 schon zu. Sollen die dann den Rasen mähen? Was soll denn sowas? Mach Meter, 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 mach Meter. Der Tempel hier wurde einfach direkt über einer Zenote gebaut. Hatte zwar auch religiösen Grund, aber die waren schon schlau, haben da schön ihre Süßwasserquelle direkt gehabt. Smart. Ist aber schon sehr mickrig. Und die Zenoten wurden ja irgendwie auch als Zugang zur Unterwelt angesehen. Anton ist schon zum Strand gefahren, der kleine Kulturbanause. Und ich bin jetzt auch gleich durch. Und dann fahre ich da auch mit dem Fahrrad hin und chill mich dahin. Brutzel noch mal ein bisschen hier, ne? Alter Schwede. Boah, die Schultern sind schon ordentlich braun, aber alles andere schwer. Das ist einfach der Ausgang. Digga, die bauen hier echt alles zu. Klar, hab ich ihn gefunden. Kein Thema. Das Wasser ist einfach so warm. Das ist unglaublich. Auch so klar schon wieder. Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Problem ist, ich darf nicht untertauchen. Und das ist so eine Scheiße, vergesse ich auch schnell mal. Ich bin auch mal mit einer Bauchtasche mit zwei Handys drin im Pool gesprungen. Letztens auch mit meiner Bauchtasche geduscht. So blöd kann keiner sein. Ah, ist schon geil. Aber ich krieg safe einen Sonnenbrand. Keine Sonnencreme, den ganzen Tag oberkörperfrei. Den letzten Meter Bräune brauche ich nochmal. Klar geht's zur Bäckerei. So, auf den letzten Meter nochmal ein bisschen günstige Küche mitnehmen. Geil. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich gehe zum Krankenhaus. Mal gucken, ne? So, ich habe jetzt 2 Spritzen bekommen. 160 Euro. Ja, jetzt kann ich fliegen. Habe Antibiotikum bekommen für 10 Tage. Ich glaube, ich habe noch nie einen Arzt oder eine Ärztin so besorgt gesehen. Die meinte, es ist übelst entzündet und ich muss sehr vorsichtig sein und ich darf auch nicht Druckausgleich mit der Nase machen. Muss Kaugummi kauen, wenn überhaupt. Und, ey, Digga, das ist so ätzend. Naja, wir fahren gleich mit dem Bus zum Flughafen, chillen dann da noch und fliegen los. Okay, cool, baby. Glocke 12? Digga, ich hab's gar nicht gemerkt. Cool. Meter. Ja. Der wird richtig verarscht. Das steht im Baden, Alter. Auf keinsten stelle ich mich da an. Bin euch blöde. Ah, ich hab hier aufgenommen. Scheiße. Super? Echt super. Da freue ich mich doch. Schön an der Seite. Lande hier schon. Tolles Ding, oder? Lex. Boah, Inception. Jetzt scheppert's aber.
So, wir sind mit einer Stunde Verspätung gelandet. Durch die europäische Einreisekontrolle ging es richtig schnell. Und jetzt holen wir unser Gepäck. Und dann geht's ab zum Bahnhof und dann ab nach Hause. Da bringt die gesparte Zeit von vorher gar nichts, wenn ihr bei der Gepäckabgabe die ganze Zeit warten kannst, wie blöde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Komm in die Gruppe!